Servus und willkommen zurück bei einer Runde Dust. Die letzte Folge hatte einen sehr traurigen Touch. Leider, hier ist der Friedhof, wo nun auch Popos Vater begraben liegt. Wir retteten zwar die Stadt, indem wir die Herrin überredeten, beziehungsweise ihr den Wahn austrieben, das Wasser nicht mehr fließen zu lassen. Und leider kamen wir nicht rechtzeitig, beziehungsweise war auch vorher, wie uns unser Schwert mitteilte, nicht mehr viel Chance da. Wir versuchen jetzt in dieser Folge noch die restlichen Schafe zu finden. Ich habe von Popo übrigens eine Quest angenommen, während ich gerade nicht aufgenommen habe, was ziemlich blöd war. Achso, ich kann hier wieder ein Dings geben. Dann werden wir wohl dafür sorgen, dass wir mehr Leben haben, oder? Oder... wir stecken da noch eins in unsere Verteidigung hinein. Ich denke, das kann nie verkehrt sein. Wir wollen natürlich dann demnächst auch an die Oberfläche zurück. Ah, Mission fertig. Das ist schnell gegangen. Auch in einer Off-Szenerie habe ich ein Schaf gefunden. Das heißt, wir werden diese Queste jetzt noch abgeben in dieser Folge. Ich glaube, er hat uns das gegeben, oder? We found your sheep, Gappy. Ja. They didn't seem too concerned about being lost. I honestly have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool from my flock. Trust me, this is prized stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mud Park. So, das heißt, die Schafquest hätten wir auch erledigt. Sie leuchten auch sehr schön. Wir haben hier anscheinend Schafswolle und 4000 Gold bekommen. Ja, unser Fräsen geht aus. Ich werde hier die Brezeln nehmen. Ich frage mich nur, was ich mit der Schafswolle machen kann. Oder ist die bei den Materialien wahrscheinlich? Ich sage mal jetzt auch egal. Ja, wir haben eine Queste von Popo noch angenommen, wo es darum geht, er will unbedingt Schnee haben. Er hat in seinem Leben noch nie Schnee gesehen, beziehungsweise war der größte Wunsch Popos Vater, einmal die Berge zu sehen. Und wir werden dann natürlich versuchen, im Laufe unserer Quest Schnee zu sammeln. Und wir sind hier schon an der Oberfläche, das ist durchaus schneller gegangen als... Gaius. General Gaius, you asked for me? Your report, Commander. What news do you bring? Our scouts believe he is alive, General. But his actions are curious. Curious? How so? He ventured into the Suramon Caverns and saved a village of natives. As I understand it, his actions got the water flowing again. If what you tell me is true, Cassius would never... Aha, wir heißen Cassius oder Cassius. Alles wieder im römischen Dutch. Hier diese Bösewichte. Aber ich denke, Gut und Böse wird ineinander verschmelzen, beziehungsweise wenn ich mir diesen Gaius so anschaue und im Hintergrund brennt alles, bezweifle ich diese Tatsache doch sehr. No. Cassius would never. Keep me informed of the situation, Commander. That is all. Mm-hmm. When did you grow a heart, my friend? Most unlike you. Ich denke, Gaius wird auf jeden Fall unser der Hauptboss sein. Und wir werden mal eine Nebenquest machen und Gehans Bauernhof aufsuchen. Da können wir ja jetzt mittlerweile schon sliden. Das heißt, wir können diese Quest angehen. Oder auch nicht. War das weiterhin unten? Wir brauchen da wieder so eine Bombenfrucht.
Wäre doch gelacht, wenn wir diese Frucht nicht finden würden. Ich habe tatsächlich nicht mehr in Erinnerung, wo das... Oh, das ist stachelfähig. So, aber mittlerweile halten die nicht mehr so viel aus. Aha, gab es ja doch keine Bombenfrucht. Ich bilde mir ein, ich konnte hier ja nur durch Sliden nicht weiter, oder? Aber hier ist keine Frucht. Und hier kann ich irgendwie nicht durchsliden, weil das so eine Erhebung hat. Okay, diese Quest kann ich wohl... Ah! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, 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 nein! Ich und mein abnorm schlechtes Timing hier immer. Komm! Ja, zumindest das haben wir mal geschafft. Hier ist das... Boah, 2 Sekunden. Aber ich weiß schon, wie ich das mache. Ich werde das von hier oben angehen. Jawohl. Ja, das hätte ich eigentlich auch ohne Sliden geschafft, diese Mission anscheinend. Da war ich nur beim letzten Mal einfach zu blöd und zu müde. Ich muss sagen, es ist schon wieder recht spät. Mein Rhythmus, was das betrifft, ist momentan nicht das Beste. Also, ich schlafe meistens am Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Das ist schon ziemlich beknackt. Und dann ist es sehr spät. Es ist, glaube ich, jetzt schon nach 12. Aha. Komme ich da hinauf? Oder muss ich hier was machen? Ja, tatsächlich. Aha, hier ist dieses besagte Drum, das wir suchen. Das ist anscheinend leicht rätselbehaftet, diese Mission. Okay. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das da hinüberkommt, oder? Sehe ich das richtig? Müssen wir da jetzt wieder hinauf? Ah, okay, das Teil brauchen wir. Aha, das kommt aber nicht mit hinunter. Okay, ich stehe vor einem kleinen Rätsel. Na, das brauchte ich ja nur, um da unten... Es ist ein bisschen blöd, dass das nicht mehr drunter geht. So, das hängt da oben. Da ist ein Wind. Okay. Irgendwie muss ich das Teil ja nach oben bringen, da wieder... Ah. Okay. So geht das also. Das ist ja lustig. Da muss ich wohl jetzt auf die Stacheln aufpassen, kann das sein? Okay. Schön langsam haben wir das. Ach Gott. Logisch. Jo. Gut, wir haben nun jetzt da auch diese verlorene Spange gefunden. Wir werden uns das jetzt einmal anschauen und diesen Quest auch abgeben, beziehungsweise auch schauen, ob wir schon diese Puppe herstellen können. Dass wir uns da nicht gleich zurück teleportieren können, beziehungsweise wahrscheinlich geht das sogar, würde das gehen mit einem Teleportstein. Aber ich denke nicht, dass ich momentan einen in meiner Tasche habe.
Ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich ein neues Let's Play anfangen möchte in der letzten oder vorletzten Folge. Das ist noch immer aktuell natürlich. Allerdings lässt mich da noch immer ein bisschen meine Zeit im Stich. So, wir sind jetzt natürlich... Er wollte, dass wir ihn wieder versammeln. Ich weiß jetzt gar nicht was und ich glaube auch nicht, dass wir das schon haben. So, das wollte ich auch nicht. Hier war das, glaube ich, zum Herstellen. Welcome back. Hast du Kinderspielzeug? Do you sell children's toys? Or more specifically, Nimbat dolls? A Nimbat doll? You mean like your flying friend there? I don't believe we have anything like that in stock. But I aim to please. I'm certain I could craft one for you, assuming I had the proper materials. Okay, ich muss ihm anscheinend erst Materialien liefern. Let me see. With some cotton, fabric and dye, I'm certain I could make a wonderful Nimbat doll for you. I gotta say, Dust, I'm feeling a little uneasy about this whole thing. What's to feel uneasy about, Fidget? You're adorable. I think I might have him make another Fidget doll that I'll just hang on to. Forever. Forever. Ich will auch eine Fidget-Puppe haben. I don't know you anymore. Ah, excellent. You brought all the materials. Would you like me to make the doll now? Das trifft sich ja gut. Ich habe alles. Anscheinend war die Wolle, die uns die Schafe gegeben haben, vielleicht Baumwolle war das zwar jetzt nicht unbedingt, aber naja. Wonderful. Now, if your companion will just lie down on this fabric. Hey, you're not tracing me. Oh, well, I do need some sort of measurement. We don't see many Nimbats around here. Here, give me a pen. I'll draw it myself. Okay, there. Done. See how well I've captured every monster. Epic. Tolle, treffende Zeichnung, liebe Frau Fidget. See, you can use this to measure your doll. It's perfect. No, it really isn't. Actually, that's the worst drawing I've ever seen. Mein Freund, dann hast du noch nicht meine Zeichnungen gesehen, wenn ich versuche zu zeichnen. Ich bin übrigens ein weltbekannter Aalkünstler. Ich werde demnächst eine Facebook-Seite erstellen, beziehungsweise die Facebook-Seite auf die Space Troglodytes. Dort werde ich euch auch von meinen Aalkünsten in meine Aalkünste Einblick gewähren. Just shut up and make this stupid doll. Okay, okay. Just give me a moment. Some cotton here, a few stitches there. Maybe a little more cotton up there in the head area? I don't think you're accurately capturing the pure size of Fidget's head. My head is just fine. You're the ones wearing those stupid hats. Maybe you two could form a stupid hat club. Is that stupid hat club? And voila! Another happy customer. And I even had enough material to make an extra one. Yeah. No, I wasn't expecting to actually get one. I guess I'll just have to carry it around. Forever. I actually feel bad giving one of these ugly things to Smobop, but here we go. Forever. I'm not talking to you anymore. So, wir hätten jetzt eine Fidget-Puppe. Ich schaue noch gar wegen die Materialien nach. Nein, das Fräsen ist im Fräsenshop leider auch nicht sehr viel günstiger, muss ich sagen. Hier haben wir noch ein paar Upgrades, die natürlich nicht so gut sind wie die wir uns schon ercraftet haben. Aha, hier gibt es eine Bergarbeiterausrüstung, die wir uns aber, da haben wir den Bauplan bekommen. So, scheiß an, ich kaufe mir jetzt so zwei Teleportsteine. Hier wechseln wir noch in den Verkaufsmodus und schauen, ob wir da schon etwas, ja. Das heißt, wir verkaufen diese Dinger hier. Eben hat den Sinn, dass wir wieder die Läden auffüllen mit den Materialien. Thank you for und wir geben jetzt noch die andere Quest ab. Und in das Dorf, in den Unterwelten dort, da gehen wir dann wohl erst wieder, wenn ich den Schnee gesammelt habe. Wobei wir könnten eigentlich gar auch rüber chillen. Oh, puh, wir hatten mir jetzt so diesen
Das waren diese zwei, die ich ganz am Anfang gerettet habe, gell? Wo stehen denn die? Nein, das war der blöde Arsch, der mir da jetzt entgegengekommen ist. Ich glaube, die standen am Anfang, kann das sein? Was das betrifft, da bin ich manchmal etwas verpeilt. Ah, hier war ja. Gihan. You found it! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me. Well, we did save your life, remember? Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return, but here, take this set of treasure keys. Ja, den nehmen wir gerne. Dankeschön. Thank you, Gian. I'm glad we were able to be of service. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust. So, wir haben auch diese Mission hier abgeschlossen. Was haben wir denn jetzt offen? Wir haben offen verlorene Zeit. Na, das sind die abgeschlossenen Missionen. Ups, das war ein Plätzchen da jetzt da. Aktiv, staubt es Staub. Das ist unsere Hauptquest. Schneeflocken ist diese Quest, die wir von Popo bekommen haben. Rotes Moos. Wächst im Unterdenken. Okay, das haben wir leider nicht gefunden. Den Schlagstock haben wir leider auch noch nicht gefunden. Okay, das haben wir gemacht. Um die Waffen. Okay, 8 Bestensperre. Das war der ganz hinten, der uns das wollte. Und Reeds Kiste war, glaube ich, auch. Okay, da haben wir einige Quests noch offen von Grubenheim. Was wir anscheinend alles finden hätten sollen, wenn wir uns da ein bisschen mehr damit beschäftigt hätten. Wie gesagt, schon öfters gesagt, ich möchte nicht alles mitnehmen. Da war nochmal der verborgene Hain. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wir durchs Leiden weitergekommen werden. Wir machen aber jetzt einfach noch ein bisschen mit der Hauptquest weiter und reisen in die Sorgenwiese. Kapitel 3. Liebe. Liebe, ein sehr starkes Gefühl, ein sehr schönes Gefühl, das auch mitunter sehr schlimm sein kann. Well, I don't believe it. Dust? Dust, is that you, mate? Hey, den kennen wir doch. Augustin? What are you doing all the way out here? Why, I'm heeding the call of grand adventure. Venturing forth to seek my fortune in the wilds of this great, untamed wilderness. Actually, Cora asked me to show her the way to some old meadow. The Sorrowing Meadow. Right, that's it. Never was straight with names and faces and words. Ha, mein Freund, da bist du so wie ich. Ich merke mir diese Dinge auch schlecht. Did she say why she wanted to come here? This place is pretty bleak. Ah, das war der, der seine Frau oder Freundin gesucht hat, dessen Brief wir gefunden haben. Dass sie woanders hingegangen ist, wo sie sich versteckt. Nope, just asked me to show her the way. Soon as she wandered into the meadow, this crazy magic barrier showed up. Right inconvenience, that is. Okay, wir müssen wohl einen Weg finden, diese Zauberbarriere zu beseitigen. Looks like we're not getting up these mountains then. You say Cora just wandered off into the meadow? She may not look it, but she's a speedy little bugger. Right, well, we'd better go look for her. This meadow isn't safe. Augustin, if you're not going to go back to Aurora, you'd better wait here. Way ahead of you, mate. I wait around better than anyone. Good luck out there. Hat er mir etwas voraus, denn ich hasse es zu warten. Ja, Liebe, ein sehr schönes, starkes Gefühl. Jeder sollte jemanden haben, den er liebt und oder geliebt wird. Oder wird werden. Haha. Oh, diese Gegend ist jetzt da ziemlich trostlos. Aber ich bin froh, doch wieder an der Oberfläche zu sein. Wir werden auch diese Möglichkeit nutzen, zu speichern. Zombies. Die Sorgenwiese.
Oh, diese Musik ist auch so atmosphärisch irgendwie. Die passt wie die Faust aufs Auge zu jedem Gebiet. Hier haben wir die Zombies. Wow, die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber no problem for dust. Haha, die zerspringen in viele verschiedenen einst tödliche Leckerei haben wir gefunden. So, das ist auf jeden Fall unsere neue Fertigkeit, die wir da irgendwie erhalten haben. Aber ich glaube dann doch, dass Feuer gegen Zombies wirkungsvoller ist. Wenn dieses Spiel überhaupt nach dem geht. Aber ich glaube, das ist dem Spiel wurscht. Wir können da auf jeden Fall jetzt schon wirklich schön feiern, muss ich sagen. Wow, wir haben jetzt eine schöne Combo zusammengebracht. Aber eine Zauber-Kombo, eine 1000er-Kombo wird meines Wissens nach auch sehr schwer. Okay, ich dachte, man konnte da hinein. Der Erfahrungsbalken fließt jetzt auch schon deutlich langsamer zu. Ups, das Teil explodiert und macht ordentlich viel Schaden. Wow, what the fuck, und ich brenne. Okay, das war jetzt ziemlich beknackt, dass ich mir diese Leben ausgegeben habe. Kommen wir schauen jetzt einmal, nein, ich drücke da immer das Falsche, dass wir unseren alten, das was wir eh nicht mehr brauchen, aufbrauchen, dass wir uns mal schön neue Leben machen. So, hier nehmen wir trotzdem das Brezel, die Brezel, Rüstung, Schleimpanzer, da haben wir die Bergarbeiterrüstung, die uns ja doch um 10 bessere Stats bringt. Okay, wir haben da leider unten irgendein Material nicht gefunden. Somit können wir das auch nicht kaufen. Schade, schade. Anscheinend habe ich unten in den Höhlen doch ziemlich viel ausgelassen, wie mir scheint. Vielleicht werde ich das bei Zeit nochmal nachholen. Ich habe aber gerade das Gefühl, das Feuer ist schlechter gegen diese Zombie-Horde. Neue fliegende Viecher. Not with me, hier haben wir einen Schlüssel. Und hier haben wir wieder mal Stacheln. Ah. Hier kommen diese fliegenden Viecher raus aus diesem Kokon. Oh, mit dem Ding können wir aber schön Kombos raushauen. Okay, die halten nicht so viel aus, diese Viecher, die da rauskommen. Die Läden sind aufgefüllt. Wir müssen natürlich immer schauen, dass wir... Oh, da ist wieder so ein Mistvieh. Okay, einfach weg. Es explodiert dann eh automatisch. Das ist ein neues Walking Bondor zu diesen Explosionsviechern. Quasi ein Walking Explosiv Asshole. Ich liebe es, Zombies zu schnetzeln. Und es ist auch gerade ziemlich modern, Zombies zu schnetzeln. In vielen, vielen Serien passiert das im Augenblick. So, sollen wir da noch weitermachen in dieser Folge? Wie viele Minuten haben wir denn? Ich glaube, wir beenden es für heute, oder, Freunde? Was sagt ihr? Je nachdem, ob ihr das überhaupt schaut. Schöne Grüße an alle, die schauen. Ich höre jetzt trotzdem auf in dieser Folge. Man sieht uns beim nächsten Mal. Servus. Tschüss.